Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robobots. Im letzten Part haben wir alle Roboblocks des Spiels gesammelt und haben damit die Story schon so irgendwie abgeschlossen, wurde uns zumindest mitgeteilt. Aber es fehlt natürlich noch eine Sache, nämlich die Leute von der Haltmann OHG jetzt endgültig zu vernichten. Los geht's. Hi! Hier mit dem Boss aus Welt 6 der orbitalen Offensive, hieß sie, glaube ich. So, und sollte jetzt alles darauf hin, dass das hier der finale Bosskampf ist, aber irgendwie, ich habe immer noch irgendwie im Gefühl, dass es immer noch eine Welt 7 geben wird, dass es immer noch nicht der finale Boss sein wird, sondern dass dann danach erst der finale Boss erscheinen wird oder so, kann ich mir auch vorstellen sogar. So, jetzt haben wir hier, wir haben einiges, wir haben Psycho, Doktor, Gift, Chat, Spiegel und Blitz, oder halt Elektro. Ich will eine von den neuen Fähigkeiten nehmen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, den Doktor hatte ich glaube ich schon mal bei irgendeinem Hauptboss. Oder habe ich auf jeden Fall bei vielen Bossen schon gehabt, aber Psycho auch. Ich glaube, Gift hatte ich aber bei keinem Hauptboss noch bisher, oder? Deswegen nehme ich jetzt mal Gift. Ich kann mich auch täuschen, aber ich nehme jetzt mal Gift. Ich habe sogar hier noch ein Random-Dingens. Das könnte ich natürlich auch einfach nehmen, ne? Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu. Ich kann mal kurz gucken, was ich hier bekomme. Die Peitsche. Ja, aber ich glaube, die Peitsche hatten wir auch schon mal bei einem Boss oder so. Und nee, da ist mir Gift lieber. Gift ist auch komplett neu. Deswegen dann nehme ich lieber Gift. Kann ich, oder ist das eigentlich, kommt das immer wieder, das Roulette? Nee, das ist nur einmal da. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, kann man eigentlich auch zum Beispiel Popstar bekommen oder so? Das wäre auch ziemlich witzig. Dann könnte ich halt am Anfang dem Boss ein bisschen Schaden machen und dann müsste ich halt auf die Sterne zurückgreifen. Das wäre auch sehr interessant. Naja. Wo werden wir hingebracht? Was zum. Wo sind wir hier zum Teufel? Wieder in einer Paralleldimension oder so? Okay, da muss ich reingehen. Ja, das sieht alles sehr, sehr episch aus hier. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Aber Kirby ist ja zum Glück todesmutig. Oder auch einfach naiv, man weiß es nicht. Das ist wieder Susi. Dies ist das Büro der Haltmann OHG. Es ist das innere Sanktum der Firma. Und du kommst hier einfach rein, als würde dir der Laden gehören. Ja schon. Puh, euch Eingeborenen muss man wirklich erstmal Manieren beibringen. Was ich an dieser Firma mag, ist diese klare Befehlsstruktur, diese Kontrolle. Aber das ist etwas, wovon du wohl keine Ahnung hast. Hä? Ja, Kirby hat wirklich keine Ahnung. Nun, heute habe ich etwas Besonderes, ganz speziell für dich. Ich stelle dir ein brandneues Produkt vor. Noch, oh Gott, noch nicht im Laden erhältlich. Schon wieder Meta Knight? Mit neuester Technologie haben wir dieses Produkt optimiert. Nun kann es ohne Schlaf 24 Stunden am Stück reibungslos funktionieren. Es ist darauf programmiert, eine gnadenlose Kampfmaschine zu sein. Und sein Name? Wir nennen die Entwicklung Mecha Knight Plus. Ich hoffe, sie gefällt dir. Und damit einen angenehmen Tag. Ich wünsche dir auch einen angenehmen Tag. So, hallo Mecha Knight Plus. Und wir kämpfen wieder gegen Mecha Knight. Ja, das ist auf gar keinen Fall der Final Boss hier, ne? Mecha Knight Plus. Also der Final Boss. Ja, ach du Scheiße. Der Final Boss ist halt der Chef von der Haltmann OHG, schätze ich jetzt mal. Ich werde erstmal gucken, was der so alles macht. Ja, nice. Keine freundlichen Sachen. Ich geh wieder her. Keine freundlichen Sachen auf jeden Fall. Ja, ich will hier wirklich sehr gut aufpassen auf Meta Knight. Oder Mecha Knight Plus eben. Weil ich glaube, mit dem ist nicht so ganz zu spaßen. Mit dem Typen hier. Ich sollte da wirklich sehr stark aufpassen. Einfach ein paar Gift. Er zielt auf mich. Was zum. Okay, einfach. Aber einfach ein paar Gift-Dinger hier durch die Gegend zu schmeißen, ist, glaube ich, auch keine verkehrte Idee, um ihn hier ein bisschen zu treffen, schon mal. Also, das Gift macht aber sogar einigermaßen Schaden gegen ihn. Das geht sogar. Tatsächlich. Hilfe. Okay, er kommt schon wieder. Gut. Ich muss mal kurz gucken. Was waren jetzt nochmal die ganzen Fähigkeiten? Ah, genau. Ich hätte es fast wieder vergessen. Aber auch nur fast. Ich habe jetzt quasi noch dran gedacht, so halb. Nach seiner Verschrottung erfuhr Mecha Knight einige wesentliche Upgrades. Wird es möglich sein, sein altes Selbst wieder zum Vorschein zu bringen? Ich hoffe es mal. Was gab es hier noch? Hier gab es auch nicht so viele, ne? Nur 8, genau. Unten B in der Luft, gibt's noch? Ja, genau, unten B in der Luft sollte ich häufiger machen, richtig. Und ja, den Rest kenne ich eigentlich. Spurten und mehrmals drücken. Was, mehrmals B in der Luft, was ist das eigentlich? Giftkugel. Ja, das ist, was ich schon gemacht habe halt. Ich kann auch mehrere raushauen, wenn ich will, ja. Der. Ich sollte aber aufpassen. Man nimmt halt auch noch weiterhin Schaden, wenn er in dem Gift steht. Das ist halt auf jeden Fall auch ganz cool an der Giftfähigkeit. Was macht er jetzt? Was ist das denn jetzt Ekliges? Okay. Das gefällt. Was zum. Hilfe. Das ist ja voll eklig, das gefällt mir gar nicht. Was kann ich jetzt ja, mit dieser Hand da alles machen? Ja, zuhauen auf jeden Fall. Kann ich. Ja. Kann ich der Hand auch Schaden machen oder nur ihm selber? Mann, ey. Ja, komm, ey. Oder nur ihm selber.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss halt dann mal genauer testen, aber ich komme nie dazu. Irgendwie. Ich treffe immer nicht. Weil ich. Was zum Teufel? Ne, ich kann der Hand aber auch Schaden machen. Okay, es ist jetzt einerseits natürlich für ihn schon ein Upgrade, weil er jetzt damit deutlich mehr. Was zum Teufel? Deutlich mehr Attacken auf dem Kasten hat, aber er ist auch eine größere Angriffsfläche für mich offenbar geworden. Was mir auch teilweise sogar zugutekommt, tatsächlich. Weil ich kann den ganzen Arm jetzt hier halt treffen, wenn ich dann. Weg hier. Wenn ich den treffen würde, kann ich, ja genau, der nimmt hier überall Schaden, offenbar. Also, ich weiß nicht, ob überall, aber da unten hat er auf jeden Fall gerade Schaden genommen. Und somit habe ich sogar ein bisschen mehr Angriffsfläche eben hier gegen ihn. Aber dafür ist halt auch seine Angriffskraft hier enorm erhöht worden, wie man hier auch merkt. Also, hat Vor- und Nachteile, dass er jetzt hier diese Transformation gemacht hat. Hilfe. Nein, oh Mann, ja, ich hätte springen sollen. Ja, lol, lass mich, hallo Meta Knight. Hat ja zum Glück überhaupt nicht viel Schaden gemacht. Gib mir die Fähigkeit wieder. Ich glaube, die Fähigkeiten verschwinden ja auch nach einer Zeit, wenn ich die zu lange in Sternform da rumcruisen lasse. Deswegen muss ich da auch ein bisschen beeilen, auf jeden Fall. So, was macht er jetzt wieder? Jetzt kommt wieder das Laserstrahlgedöns. Okay. Ja, ist aber in Ordnung. Ich wurde nicht getroffen. Will ich ein Wunder. Und okay, die Attacke kennen wir auch schon. Glaube ich, die hat er auch schon damals, glaube ich, eingesetzt gegen uns. Also einfach hier den ganzen Sachen ausweichen. Okay, da hätte ich auch durch die Löcher durchgekonnt. Oder hier zum Beispiel. Hilfe. Ja. Oder hier. Ganz viele Sterne sind hier aber, die ich mir nehmen könnte, wenn ich gerade keine Fähigkeit hätte. Hui. Ja, schon immer das hier. Gift. Ja, genau hier. Oder genau, das soll ich jetzt auch häufiger mal machen. Dass ich hier eben über ihn gehe und dann es nach unten werfe. Das ist, glaube ich, auch keine verkehrte Idee. Aber ich will noch wissen, ob er noch weitere. Okay, jetzt kann er auch entlanglaufen und soll Elektroschocks erschaffen. Ich will. Ja, hör auf zu nerven jetzt. Ich will wissen, ob er noch weitere Attacken drauf hat, weil er hat bestimmt noch weitere Attacken drauf. Weil irgendwie setzt er jetzt. Mann, ey. Irgendwie setzt er aber jetzt seinen Greifenarm da gar nicht mehr ein. Aber jetzt schon gleich wieder, oder wahrscheinlich? Nehmen wir noch nicht. Ist wieder der Käse da. Was kann ich denn jetzt da dagegen eigentlich machen? Ich weiß nicht genau. Also ausweichen. Also, okay, aber hier sind jetzt nicht lang genug da. Aber beim letzten Mal, wo wir gegen ihn gekämpft haben, hat er ja so eine Attacke gemacht, die so ähnlich aussah, wo ich gar nicht ausweichen konnte irgendwie. Da, oder mir ist es zumindest nicht gelungen. Jetzt kommt das irgendwie wieder, okay. Mir ist zumindest nicht gelungen, da auszuweichen. Naja, keine Ahnung. Jetzt kommt das wieder. Aber ist in Ordnung. Ich glaube, arg viele Angriffe hat er auch schon gar nicht mehr. Weil die meisten, ja, den haben wir jetzt sogar schon zum dritten Mal gesehen, den Angriff hier. Das wollte ich gar nicht mal. Hilfe. Ja, das war auch schlecht. Da in die Ecke zu gehen, ist keine gute Idee. Ich werde noch ganz kurz warten, aber wenn er nochmal einen Angriff vielleicht machen soll, den wir schon kennen, dann werde ich ihn umbringen. Und ja, kennen wir auch schon. Okay, gut, dann darfst du sterben jetzt dann gleich. Vielleicht hat er sogar nochmal einen weiteren Angriff. Ja, aber es dauert mir jetzt auch zu lange, das jetzt noch auszutesten. Oder hat er, will er mal noch einen. Nee, aber er stirbt eh schon. Okay. Seine Maske ist zerbrochen. Oh, wie cool. Weiß man eigentlich darüber irgendwas Bescheid, über dieses Mysterium, dass der Meta Knight auch so eine Art Kirby ist oder so? Das ist doch so, weil Kirby ist ja quasi auch, Blödsinn, Meta Knight ist ja quasi auch so ein Kirby irgendwie, aber irgendwie halt anders. Keine Ahnung. Ich meine, der hat sich halt ein bisschen was angezogen und der kann sprechen im Gegensatz zu Kirby. Kein Peil. So, vollkommen, nein, absolut unmöglich. Eine Maschine, die der Muttercomputer entworfen hat, verliert zweimal. Es ist Zeit, dass ich mich selbst um diese Sache kümmere. Das reicht, Su. Okay, das reicht, Susi sagt. Okay, jetzt kommt eher der Chef. Ah, aber Herr Präsident. Guten Tag. Ich hoffe, meine Assistentin war nicht zu aufdringlich. Susi, Sie sind bis auf Weiteres freigestellt. Und wegtreten. Ja, jawohl, Herr Präsident. Irgendwie tut mir Susi auch leid. Also, gut. Ich bin Präsident und Vorstandsvorsitzender der Haltmann OHG. Meine Untergebenen nennen mich Präsident Haltmann. Okay. Nun, rosa Lebensform von diesem Planeten. Warum klatscht ihr? Schau dir das hier an. Okay, er kann klatschen und dann den Boden verändern. Oder so. Aber er ist ein Roboter, ne? Absolut unglaublich. Für wahr. Es ist absolut fantastisch. Wir haben die fortschrittlichsten Zivilisationen des Universums erforscht. Dank dieser Erkenntnisse konnten wir es letztendlich reaktivieren. Was denn? Das unendliche Betriebssystem Sternentraum. Okay. Nun, das bedarf weiterer Erklärung. Ja, bitte. Erklären mir alles. Das machen ja Bösewichte immer, dass sie ihre Pläne offen darlegen. Naja, in Übereinstimmung mit dem Kodex, den die Stern. Den die Sternentraum erstellt hat. Die Sternentraum? Warum denn die? Ist heute ein besonderer Tag. Heute endet nämlich. Deine Existenz. Aus der cool. Okay, der ist witzig, der Typ, den mag ich.
Und er kann kleine Susis erstellen. Oh, das ist wieder so. Das sind immer die coolsten Kämpfe eigentlich, wenn man hier so rumlatschen darf. Das ist ziemlich cool. Okay, wir kommen erstmal. Ja, komm ey, ich komme erstmal auf mich zu. Ich sollte hier bei dem Kampf übrigens auch ein bisschen aufpassen, weil ich laufe hier vielleicht sogar Gefahr, dass ich sterben könnte. Tatsächlich, weil ich habe jetzt schon nicht mehr so viele Leben. Was? Die machen mir da auch noch Schaden? Das wusste ich nicht. Ich habe schon nicht mehr so viele Leben. Ich kann mich zwar auch nochmal heilen, ja, aber trotzdem. Was zum Teufel macht der eigentlich alles? Der macht mir ein bisschen Angst. Ja, ich glaube, ich darf den Kampf echt nicht unterschätzen, weil der ist echt nicht easy hier. Also jetzt gegen ihn zu bestehen, das wird nicht einfach werden, glaube ich, gegen den Präsidenten Haltmann. Ja, das wird nicht easy. Was zum... Er wirft Geldscheine. Warum wirft er Geldscheine zum Teufel? Okay, die verdecken mir auf jeden Fall den Bildschirm. Das ist ein sehr interessantes Prinzip, na gut. Der ist verdammt schnell, der Typ, und ich komme... Mann, ich komme nie dazu, ihn zu treffen, weil er ständig auch blöde Attacken hat. Nein! Mann, weil er ständig auch blöde... Ja, das war jetzt ein Fehler übrigens. Jetzt habe ich keine Fähigkeit mehr. Jetzt muss ich ihn ohne Fähigkeit bekämpfen und nur mit den Sternen. Na toll. Ja. Ich habe kein gutes Gefühl, muss ich zugeben. Hier kann ich sterben. Hier kann ich leider sterben. So, ich muss mal kurz hier Nahrung benutzen. Okay, ich habe mich wieder ein bisschen heilen können. Okay, da kann auch noch Minibosse herbeibeschwören. Okay. Na gut, aber nimm mal das hier. Das Gute ist ja, dass die... Hä? Das Gute ist, dass die Sterne eigentlich immer einigermaßen Schaden machen. Aber irgendwie machen sie das hier nicht. Okay, der ist aber... Okay, ich muss ihn auch mal erst killen. Und jetzt kann ich dann wirklich gegen ihn hier kämpfen. Okay. Oh mein Gott. Der ist ein bisschen sehr am Ausrasten. Nein, er kommt nochmal. Okay, Stern nehmen und nimm das. Nein, nicht getroffen. Ich habe nicht getroffen. Warum habe ich nicht getroffen? Okay, ich sollte jetzt erst schießen. Bam. Okay. Ja, die Sterne, ja, so viel mehr Schaden machen die jetzt auch nicht wirklich, aber es geht zumindest. Ja, es geht zumindest so irgendwie. Hilfe! Nein, das macht es immer noch Schaden, das Feuer da? Ich habe keine Ahnung. Hilfe, hör mal auf jetzt bitte. Ich will hier nicht abkratzen. Ich will den Bosskampf ganz gerne schaffen, aber ich muss jetzt hier ohne Fähigkeit spielen. Das ist natürlich nicht so einfach. Jetzt kommt bestimmt wieder ein Stern, genau. Okay, nimm das. Sehr gut. Nein, er zielt auf... Scheiße, er zielt auf mich. Kann ich die Dinger... Kann ich die essen? Okay, Bomben kriege ich hier. Okay, cool. Neue Fähigkeit, wieder Bomben. Ja, okay, dann nehme ich mal die. Ja, Bomben ist, glaube ich, sogar ziemlich... Scheiße. Sogar ziemlich gut hier, weil ich die ja immer schön auf ihn ballern kann. Aber meine Leben neigen sich langsam dem Ende zu. Hilfe. Und wieder mal der zweite. Also die... Hier diese... Also, ich meine, das ist ja kein zweiter Kampf. Das ist vorher ein zweiter Kampf. Das ist sogar eher 3D-mäßig so ein bisschen. Wenn man hier so rumlaufen darf. Die sind ziemlich cool. Die sind auch cooler, finde ich, als ganz normal. 2D-mäßig. Ja, aber die sind auch schwieriger, finde ich. Also, das hat es auch schon teilweise dann in sich ein bisschen mehr hier gegen ihn zu bestehen. Er kommt wieder angerannt, glaube ich. Ja, das habe ich jetzt schon erkannt, sein Muster. Immer wenn er versucht, mit seinen Armen das auszuholen, dann wird er immer angerannt kommen. Der Gute. Er kann auch auf die andere Seite jetzt einfach mal springen, der Arsch. Das kann man ja überhaupt nicht voraussehen, oder? Na, jetzt macht das wieder. Der muss mal halt schnell reagieren dann. Oh, er ist jetzt auch mega schnell übrigens, der Kollege hier. Aber die Bomben machen sogar einigermaßen Schaden. Die Bomben sind ja echt eine ganz gute Fähigkeit. Gegen ihn hier, habe ich das Gefühl. Okay. Nein! Hilfe! Was zum... Ja, da muss man jetzt... Ist ja völlig höher, wenn wir jetzt hier durch die Gegend spielen. Muss man ja total schnell reagieren. Na, ja komm ey, wie hätte ich jetzt da ausweichen sollen? Da haben wir keine Chance auszuweichen, ganz ehrlich. Was soll denn das? Das ist ja wieder Geldscheine. Ja, aber das ist okay, weil währenddessen ist er angreifbar. Okay, und letzte Phase jetzt wahrscheinlich. Was kommt jetzt? Also, oh Gott, jetzt kann er wieder auch durch den Hintergrund hindurch mich angreifen. Genauso wie es auch schon Susi gemacht hat. Was macht denn der jetzt wieder? Ich habe Angst. Okay, oh mein Gott. Okay, hierhin. Ich muss hier in den Ecken stehen bleiben am besten, dass ich hier. Jetzt kann das Ding aber auch drehen. Hierhin. Holy shit, ist der Kampf episch. Sehr heftig. Der ist richtig episch gemacht, einfach. Also die Bosskämpfe hier, die waren ja schon alle verdammt cool, aber der hier. Der übertrifft die anderen jetzt nochmal um einiges, finde ich. Also, nein, der macht Schockwelle. Ja, ich bin doch sogar gesprungen, verdammt nochmal. Scheiße, Mann, ey. Aber der übertrifft, wie gesagt, nochmal einiges, finde ich. Was Epicness und sowas angeht. So, jetzt dann gleich ausweichen. So, und jetzt Bomben werfen. Ein paar zumindest. So, nimm das und das und das. Ja, machen nicht wirklich viel Schaden. Aber ein bisschen Schaden habe ich ihm machen können, immerhin. Und er kann wieder Raketen hier rausholen. Okay, ich muss hier weglaufen, Ich kann auch einfach ausweichen oder blocken, ich weiß. Aber ich will das Blocken oder Ausweichen nicht einsetzen, weil das lame ist, weil ich dann unbesiegbar bin, so ungefähr. Also während dem Blocken bin ich nicht ganz unbesiegbar. Da gibt es ja ein paar Angriffe, die mich dann währenddessen treffen können. Aber während ich ausweiche, da bin ich unbesiegbar. Und ich kann mir einfach die ganze Zeit ausweichen oder so und das ist mir zu... Scheiße, zu langweilig. Deswegen, okay, jetzt ist es ganz gut. Das ist immer ganz gut, wenn er die Geldscheine holt. Weil währenddessen, ich meine, er versperrt zwar meine Sicht, ja. Aber währenddessen ist er halt ein bisschen angreifbar. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch schon alle Angriffe gesehen von ihm. Ich warte mal noch kurz. Ich will mal sogar mal noch kurz angreifen lassen. Ich bin so wahnsinnig, ja. Obwohl ich hier echt aufpassen muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da... Ah, ich habe die Bombe in der Hand. Ich muss aufpassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass aber danach immer noch mehr kommt, oder? Ich glaube, das war es immer noch nicht. Weil, wie gesagt, die Kirby-Final-Bosse, die haben immer 5 Milliarden verschiedene Phasen. Und das war, glaube ich, noch gar nicht mal alles. Werden wir noch sehen. Okay, das kennen wir jetzt aber schon. Okay, also jetzt dann wiederholt sich sein Angriffsmuster. Deswegen jetzt dann gleich werde ich versuchen, ihm den Rest zu geben.
So, ich bin sicher. Hier bin ich sicher. Seine Lache ist auch ziemlich episch übrigens. Möchte ich mal anmerken. Okay, so, und jetzt darfst du sterben, Kollege. Okay, was macht er? Kommt er wieder angerast? Okay, er kommt wieder angerast. Ja, so. Also kurz warten, rüberspringen und stirb. Ich habe übrigens wieder vergessen, auf Start zu drücken und mir das durchzulesen, ne? Habe ich, ja. Ich bin so klug. Ich denke da nie dran. Es tut mir leid. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was da stand. Ich denke da nie dran. Während ich da kämpfen muss, da muss ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Es tut mir leid. Ach man, ey. Naja. Ihr undankbaren Eingeborenen wisst einfach nicht, was sich gehört. Barbaren! 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 Ja, wir wissen schon. Primitive Banausen, genau das seid ihr doch! Okay. Eure was für ein Ding? Insubordinanz, habe ich noch nie gehört, schreit nach Bestrafung. Ich aktiviere die Sternentraum, das stärkste System der Galaxie. Warum heißt es eigentlich die Sternentraum? Hm. Für euch primitive Angeborene bedeutet das den Untergang. Werde ich jetzt geheilt eigentlich, bitte? Es geht immer noch weiter, habe ich mir schon gedacht. Was? Du, Susi, was hast du? Ah, okay, Susi, guck mal. Ich verliere die Kontrolle. Yippie, oder, warte mal, was hat Susi jetzt vor? Ich dachte schon, dieser Tag würde nie kommen. Halt mal, alter Traumtänzer. Der Sternentraum ist jetzt mein. Wow. Dafür wird mir irgendein Startup sicher eine horrende Summe zahlen. Na, wie sehe ich aus? Nicht schlecht für eine einfache kleine Industriespionin, oder? Was? Aber was versteht so ein kleines pinkes Ding wie du schon von meiner Welt? Hä? Na egal. Alles, was ich brauche, ist diese Steuerungseinheit für das Programm. Oh ja, die Sternentraum-Datenbank. Schon bald sind alle ihre Daten endlich mein. Wow, Susi ist sogar böser als böse. Sie ist doppelt böse. Voll der Plot-Twist hier. Na! Ah! Was zum. Was geht denn hier eigentlich alles ab? Piep, 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 pu. Dies ist der unendliche Administrator. Sternentraum. Syntaxfehler. Ich bin Haltmann. Überbrückungsvorgang. Nicht relevanter Fehler. Piep, pu. In diesem organischen Körper habe ich diverse Kreaturen studiert. Wohlstand ist der Traum dieser Firma, aber es gab ein Problem. Ihr unperfekten und zerbrechlichen Kreaturen gefährdet den Profit. Und so seid ihr alle eingeladen, das Ende der Geschichte zu erleben. Das Ende der Geschichte begrüßt nun eine Ära des unendlichen Wohlstands. Mit eurem Ende wird sie unweigerlich beginnen. Kirby denkt sich nur so, was? Aber ich denke mir auch gerade, was? Okay. Und jetzt? Ich bin verwirrt. Welt 7, Terminierung des Programms. Aha, da habe ich noch meinen Tee. Unglaublich, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, also das war jetzt auch sehr interessant. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment gedacht, dass Susi vielleicht doch irgendwie gut werden würde am Ende, aber nee, sie wurde doppelt und dreifach böse, weil sie die ganze Macht, was ich alleine haben wollte. Also ja, schäme dich, Susi. Das finde ich gar nicht witzig. Hilft sie mir jetzt vielleicht doch noch? Ah, tut sie offenbar, oder? Oder steigt sie da ein? Ich wollte doch nur die Sternentraum stehlen. Ja, doch nur stehlen. Und dieser schrecklichen Person eine Lektion erteilen. War das denn zu viel verlangt?
Schau dir nur an, was jetzt passiert ist. Oder ich weiß nicht genau. Oder vielleicht wollte sie auch einfach nur, das hat sie jetzt gerade auch gesagt, vielleicht wollte sie auch einfach nur halt dem Präsidenten da den Stern oder die Sternentraum wegnehmen, weil er halt jetzt alles und jeden zerstören will und sie hätte das Ding für gute Taten benutzt. Aber glaube ich irgendwie auch nicht. Ich traue Susi immer noch nicht. Diese verrückte Maschine wird alles zerstören. Das kann ich nicht zulassen. Nee, sie ist doch gut. Ich habe keine Ahnung. Also steig ein, kleines rosa Ding. Nimm diesen Panzer und mach dich auf den Weg. Halte die Maschine auf. Ja, vielleicht ist es dann. Ja, vielleicht ist es dann doch so, wie ich gerade gesagt habe, dass dann Susi halt doch versuchen wollte, einfach nur halt das Ding in ihren. Oh cool. In ihren Besitz zu nehmen, damit eben der Präsident nicht so ausrasten kann. Und Metanite kommt auch noch. Das ist super episch gemacht alles hier, finde ich. Ich fühle mich gerade wie in einem Film. Das ist echt so. Was zum. Kirby kopiert? Was? Ja, genau. Ja, nee, ist klar. Was ist episch alles? Bitte, rosa Kugeldings. Kugeldings. Die Maschine muss gestoppt werden. Du kannst es schaffen. Ich weiß, dass du es kannst. Vielen Dank, Susi. Wow, richtig episch einfach nur. Das Ganze hier. Kommt jetzt direkt dann der Kampf oder darf ich nochmal irgendwie zurück auf die Overworld oder sowas? Offenbar nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay. So, das ist aber wirklich, glaube ich, mal die finale Phase. So, jetzt geht's ums Ganze. Gegen Sternentraum. Okay. Und, oh, es ist cool alles. Okay, mal kurz durchlesen. Wenn ich schon gerade eben vergessen habe beim Präsidenten, tut mir leid. Durch Verschmelzung mit Haldmanns Geist wurde sich der mächtige Computer der Galaxis seiner selbst bewusst. Sein Ziel ist ewiger Wohlstand durch die Vernichtung allen Lebens. Ja, rast mal nicht aus. Halbert-Modus. Metanite übernimmt die Halbert und ihren Planetenbrecher. Sauge Trümmerteile ein und drücke A, um diese zu verschießen. Okay. Kombokanone. Fang einsaugen. Planetenbrecher. Und Segelschwinge ist L. Okay. B in Richtung Trümmer. Okay, also ich kann mit B schießen, ja. B in Richtung Trümmer kann ich machen. Ja. In Richtung Trümmer, da kann ich irgendwas machen. Und wenn ich A nochmal. Ich meine, also wahrscheinlich kann ich dann die halt einsaugen damit, Fang einsaugen, genau. Und mit A dann wieder abschießen. So ähnlich wie ich auch mit Kirby halt Sterne einsaugen kann und wieder verschießen kann. Und L und R ist Segelschwinge. Da kann ich halt hier so eine Rolle machen und dann do a Barrel Roll und dann ausweichen. Okay, alles klar. So. Dass ich schön auf den draufbauen. Dann kann ich mir die jetzt zum Beispiel schnappen, die Dinger da. Oder kann ich die einfach, nee, kann ich einfach nur zerstören, offenbar, oder? Ich weiß nicht, was mit Trümmerteilen ist. Sind das Trümmerteile? Ah, das sind Trümmerteile, okay. Und die kann ich jetzt abschießen. Oder wie? Ne, jetzt doch nicht mehr. Oder kann ich das nur einmal kurz? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich muss. Na, scheiße. Ich muss dann mal genauer gucken auf die Trümmerteile, die hier immer wegfliegen. Und die muss ich versuchen, dann irgendwie halt einzusaugen. Und dann kann ich die auch verschießen. Oder so. Mit A halt. Muss ich dann mal dann eben genauer testen, wie gesagt. So, aber ich muss hier. Habe ich das jetzt? Jetzt aber. Okay, bam. Und dann kann ich das hier rausschießen und kann da einiges an Schaden auf einmal machen. Okay, ich muss es doch vielleicht auch erst eine Zeit lang aufladen oder so. Das kann auch sein, während ich hier die ganzen Trümmerteile mir eben kopiere. Okay, also jetzt kann ich schon A. Okay, jetzt habe ich die Anzeige da auch, sehe ich mal. Ich kann da eben jetzt schon A drücken, wenn ich will. Und dann könnte ich halt schon einiges an Schaden ihm reindrücken. Aber es ist noch nicht die volle Energie, deswegen ich will noch. Ja, Gott, ey. Ich will noch ganz gerne warten, bis ich die volle Energie habe. Und erst dann will ich A drücken. Ganz gerne, weil ich dann eben ihm noch wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden halt machen kann, denke ich mal. Okay. Aber das alles hier ist ziemlich episch inszeniert, möchte ich mal meinen. Also alles hier. Ziemlich cool auf jeden Fall. So, jetzt ist voll. Und nimm das hier. Bam! Ja, das hat einiges an Schaden gemacht. Sehr cool, okay. Okay, verstanden. Sehr gut. Und wieder mal eine weitere Phase hat sich aktiviert bei ihm. Okay. Warum bekommen die eigentlich so viele Herzen? Das ist auch interessant. Was zum. Das ist auch interessant. Roboblöcke kommen jetzt auch noch hier. Na, okay, ich fliege auf. Ja, ich muss doch mal hier durch. Ich fliege auf die zu, auf die Rohblöcke. Ich kann die aber auch zerstören, wenn ich will, und kann mir dann einen Weg da schaffen. Und ich kann auch die Trümmerteile dann wieder aufnehmen, okay? Zerstören auch schnell. Okay. Die alle aufgenommen und die Leiste hat sich sehr stark gefüllt. Sehr cool. Ich muss es offenbar dann erstmal auch versuchen, dass ich irgendwie sein Herzschild da irgendwie wegbekomme. Indem ich wahrscheinlich halt auf die Schwachpunkte da ziele. Ja, genau. Der eine ist schon zerstört, okay. Und hier sind wieder ein paar Trümmerteile, die ich wieder aufsaugen kann. Okay, und die Leiste ist wieder voll. Deswegen. Bam! Okay, wieder schön viel Schaden reingedrückt. Sehr cool. Da die ganzen Raketen kann ich auch zerstören, bestimmt. Die habe ich jetzt noch nicht geschafft. Er kann bestimmt auch zerstören und dann eben die Trümmerteile einsaugen oder so. Ich sollte weg hier, wahrscheinlich.
Oh Gott. Hilfe. Ja, ich will nicht getroffen werden von dem Ding. Also, es ist so episch inszeniert. Nein, hör auf zu nerven! Das ist so episch inszeniert, einfach nur hier der finale Bosskampf. Ich meine, das ist in, wie gesagt, in allen Kirby-Spielen so ungefähr so, dass der finale Bosskampf da mega genial immer ist. Aber ich meine, schau euch das hier mal an. Ne? Wir kämpfen gerade um das Schicksal des ganzen Universums. Was macht denn der eigentlich alles? Und das ist so cool einfach nur auf dem Schlachtschiff Halbert hier. Also, es ist so genial. Oh, die Plot-Twists, teilweise, die es hier gab, ist auch mega cool, finde ich. Also, alles echt total genial. So, wieder ein bisschen aufgefüllt. Ich schieße mal jetzt schon ab, dass wir auch schon ein bisschen weniger vielleicht Schaden machen können, aber halt dafür halt schon früher rausschießen können. So, und ich will aber noch sogar noch kurz warten, ob er noch weitere Angriffe hat, weil Aquil würde er auch schon gar nicht mehr aushalten. Wenn ich nochmal meinen A-Angriff mache, der voll aufgeladen ist, würde sogar schon sterben. Der gute, oder das gute, die gute Sternentraum. Das hat ja ein die Sternentraum. Habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum das so ist, aber na gut. Na, Hilfe. Keine Ahnung. Okay, und das jetzt, hat jetzt wieder ein Schild. Ja, wieder ein Schild. Okay, alles klar. Okay, kommen wieder die Rohrblöcke jetzt auch hier. Er bewegt sich erstmal ein bisschen blöd dagegen drum, dass ich ihn nicht treffen kann, aber nee. Ich werde dich trotzdem treffen, mein Lieber. Okay. Eines ist schon zerstört, aber er greift wieder an gleich. Sollte weg hier. Ja. Okay, offenbar ist es so, wenn er die Attacke macht, muss er dafür auch seinen eigenen Schild zerstören. Also ich muss den jetzt gar nicht mehr kaputt machen. Oder habe ich es doch geschafft? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er zerstört ihn einfach dabei selber bei der Attacke, was auch Sinn machen würde. Weil es ist natürlich logisch, dass er bei so einer Attacke sein Schild vielleicht nicht mehr aufrechterhalten kann. Okay. So. Dann, okay, jetzt kommen die Blöcke wieder genau jetzt dann gleich. Ich glaube, jetzt haben wir schon alle Angriffe gesehen. Deswegen jetzt dann gleich kann ich ihm den Rest geben. Am besten wieder mit einem A-Angriff natürlich. Ich will das noch am besten ganz gerne voll aufladen. Ja, den Angriff kennen wir auch schon. Deswegen, also nicht so in der, also gerade eben ist er von unten nach oben gekommen. Und jetzt kam er seitlich, aber ansonsten kennen wir den Angriff an sich auch schon. Deswegen ist nichts Neues mehr. Und deswegen werde ich jetzt dann gleich eben, wie gesagt, ihm den Rest geben. So, die Trümmerteile her damit, genau. Und auch die will ich haben. Ja. Und, meine Leiste ist schon voll. Okay, gut. Dann, Moment, ich will aber auch treffen natürlich. Nimm das. Stirb! So, war es das jetzt endgültig? Oder geht's immer noch weiter? Ja, was geht da jetzt vor? Geht's immer noch? War es das immer noch nicht? Oder wie? Muss ich jetzt noch gegen diese Kugel da kämpfen, oder wie? Tatsächlich, das war's immer noch nicht. Wow. Jo, nochmal das ganze Sternentraum, ja. Ich habe auch übrigens keine Heilung auf dem Touchscreen. Also ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ich darf jetzt... Oh mein Gott. Ich darf jetzt hier nicht zu sehr spaßen und... Ja, der spaßt auch nicht mit sich, der Kollege da. Ja, ich muss jetzt hier auf jeden Fall gut aufpassen. Was zum Teufel? Sehr gut aufpassen sogar. Was macht denn der alles? Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Okay, irgendwie, aber dieses Auftauchen und wieder, also dieses Verschwinden und wieder neu auftauchen an anderen Orten erinnert mich irgendwie auch an andere Final, also an andere Kirby-Final-Bosse. Ich weiß noch nicht, wie die alle heißen, aber erinnert mich da irgendwie dran. So vom Bewegungsmuster her, keine Ahnung. Ob mir das so vorkommt, ich weiß nicht genau. Habe ich jetzt überhaupt hier eine Chance, Trümmerteile aufzusammeln? Ja, habe ich, weil hier zum Beispiel. Kann ich aufsammeln wahrscheinlich, oder? Stirb mal. Ja, genau. So, her damit. Dich auch. Okay. Ja, aufpassen. Ah, das ist der Typ. Das ist der Typ. Okay, hallo. Aber er verschwindet wieder. Okay, und wieder gegen dich dann vorgehen. Die Musik ist gerade übrigens auch ziemlich... Die Musik ist gerade übrigens auch wieder ziemlich episch, aber ist ja auch... Ja, lol. Ist ja auch nichts Neues. Okay, ja, da geht ziemlich ab auf jeden Fall, der Gute hier. Ich denke aber mal, dass jetzt dann das wirklich die allerletzte Zerstör halt. Also, das kann ich nicht zerstören. Natürlich. Warum kann ich das nicht zerstören? Ich muss es hier aufmachen. Okay, ich muss es hier brechen. Ja, im Prinzip diesen Eisenschild da, den er da noch drumherum hat. Den muss ich berechnen, indem ich häufig genug draufschieße, offenbar. Okay. Okay, was sollte das jetzt? Ja, da muss ich offenbar halt dann richtig ausweichen. Ja, das ist nicht einfach hier. Ich hoffe jetzt, dass ich hier am Ende jetzt nicht noch abkratzen werde. Das wäre jetzt... Ah, das habe ich nicht geschafft zu zerstören. Das wäre jetzt nicht so cool, wenn ich jetzt hier noch sterben würde. Da habe ich eigentlich weniger Bock jetzt, muss ich zugeben. Jetzt noch abzukratzen und es nochmal neu machen zu müssen. Aber wie gesagt, das ist richtig, richtig episch inszeniert einfach nur. Aber ich denke jetzt schon, dass dann das hier zumindest die finale Phase sein wird und dass wir es jetzt danach geschafft haben. Aber ja, wie gesagt, hier die finalen Bosskämpfe, wie gesagt, aus Kirby-Spielen dauern einfach immer 100 Jahre, weil es mega viele Phasen gibt, verschiedene. Aber das macht sich ja auch gerade so cool. Setzen dann gleich mal den A-Angriff machen. Moment.
Jetzt. Nimm das. Okay, war zwar nicht voll aufgeladen, aber trotzdem einiges an Schaden auf jeden Fall. Ich kann, wie gesagt, die Trümmerteile hier, die kann ich nicht zerstören, leider. Da kann ich nichts dagegen machen. Das ist ein bisschen schade, aber na gut. Soll ich hier weiter draufhauen? Und jetzt kommt ein A. Oben bin ich wahrscheinlich safe. Ja, das war jetzt aber auch. Das ist aber nicht einfach, da immer zu erkennen, wo man da jetzt safe sein wird oder wo nicht. Okay. So, unten will ich noch ein bisschen weiter draufhauen. Ich weiß nicht, ob ich auch wirklich unten hinziehen muss. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich kann einfach irgendwo hinziehen bei dem Typen. Ich werde. Oh mein Gott. Ich werde einfach immer dann halt trotzdem irgendwann halt die Eisenabdeckung da abziehen können ihm. Hilfe. Was machst du? Hilfe! Geh nach oben, Kirby. Schnell. Und hier bleiben. Ja, das waren sehr große Explosionen. Da kann man sehr einfach getroffen werden von denen. Aber ich habe ausweichen können, zum Glück. Ja, das ist nicht einfach. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es nach der Phase war. Aber noch eine weitere Phase überlebe ich, glaube ich, nicht. Dann würde ich sterben dann. Und ich will nicht unbedingt sterben, ne? Sag mal deine Trümmerteile her, Kollege. Stirb jetzt, stirb halt. Okay. Her damit. Gut. Aber das Problem ist jetzt, dass es jetzt hier bei der Phase es nicht mehr so viele Trümmerteile leider gibt, die ich immer aufnehmen kann. Und dementsprechend fällt es mir schwieriger, halt meine Leiste aufzufüllen, was ein bisschen schade ist. Aber jetzt habe ich die zweimal zum, wenigstens voll. Deswegen werde ich jetzt dann gleich mal eins. Oh nein, nicht der Angriff wieder. Okay, aber wir haben eh wieder ein weiteres von seinen Dingern abziehen können, ja. Jetzt gleich werde ich wieder den A-Angriff, glaube ich, machen, schnell. Und zwar jetzt am besten gleich. Bam! Okay, wieder schön viel Schaden und ein H. Das war sehr knapp, dabei. Ich dachte schon, ich wäre da nicht mehr safe, aber doch, ich war safe. Was macht der alles? Was tust du? Hilfe! Was ist denn das jetzt alles wieder? Ich habe Angst, was macht er jetzt noch alles? Ja, ich meine, er hat nicht mehr viele Leben. Deswegen will er jetzt noch alles Mögliche auspacken, was er noch im Petto hat. Nein! Und das schafft er auch sehr gut. Ja, ist okay. Hilfe, ich habe so viel Angst vor dem, das glaubt ihr gar nicht mal. Ihr habt keine Vorstellung, wie viel Angst ich vor dem habe. Ich will doch gar nicht wissen, wie viel Schaden mir der damit macht. Bestimmt nicht gerade wenig. Aber noch ein bisschen, ich will halt noch kurz warten, weil er hat jetzt gerade seine Arme da rausgeholt oder die Beine oder was auch immer. Und mit denen hat er bestimmt noch weitere Angriffe drauf, die er mir noch zeigen will. Ich warte nochmal kurz. Ja, shit. Okay, aber den kennen wir schon, im Prinzip. Also ich werde noch einmal dann kurz abwarten. Und wenn sich dann gleich nochmal ein Angriff wiederholen wird von ihm, dann werde ich keine Gnade mehr haben und ihn umbringen. Und das kennen wir schon, im Prinzip. Es war. Also an sich, das war jetzt auch an sich sogar neu, weil wir es in der Form noch nicht gesehen haben, aber dass er ja so schwarze Löcher herbeiholen kann, die dann Sachen auf mich schießen. Das kennen wir schon, deswegen, das war's jetzt. Hallo? Was ist das denn jetzt? Was zum. Okay, das sah jetzt komisch aus. Dein Ernst? Es geht immer noch weiter? Oh mein Gott! Nein, lass mich. Oh, der will mich einsaugen. Okay, das ist jetzt auch. Das ist sogar ein bisschen creepy irgendwie. Der will mich einsaugen, das will ich aber nicht. Das ist ein bisschen creepy jetzt auch irgendwie, weil dieses Gesicht, das ist wie so ein Babygesicht. Der schaut total freundlich und nett. Aber in Wahrheit will er mich halt umbringen. Und alles und jeden. Und der Hintergrund, oder nicht der Hintergrund, aber das Außenrum hier, dieses Ding, in dem wir uns gerade befinden. Ja, was er da schafft, das sieht auch mega cool aus. Wow. Also ich bin wieder mal sehr begeistert hier, ja, aber ich lege mich jetzt fest, das ist jetzt dann die. Die allerletzte Phase. Was zum Teufel? Warum ist hier ein Wetterhahn? Das ist jetzt dann aber die allerletzte Phase. Nach der kommt keine weitere. Da lege ich mir jetzt fest. Hoffe ich zumindest mal. Lass ihn. Na, Mann, ey. Mann, ey. Der hält einiges aus, der Wetterhahn hier. Lass ihn mal jetzt bitte umbringen. Okay. Tot und her damit bitte. Okay. Und ich habe wieder ein bisschen meine Leiste voll bekommen. Da ist er auch schon wieder. Ja, ich glaube, ich sollte jetzt hier wirklich nicht rumspaßen mit dem. Weil mit dem ist es bestimmt nicht zu spaßen. Jetzt bin ich in der Mitte safe wahrscheinlich. Genau. Bei der 4. Okay. Das ist echt ein bisschen creepy, finde ich sogar jetzt hier. Jetzt hier gegen dieses Gesicht da zu kämpfen, gegen dieses eigentlich freundlich aussehende Gesicht zu kämpfen. Das ist sehr interessant. Was ist das, ein Zirkel? Oder wie? Was zum Teufel? Okay, da kannst du da verschiedene Gegenstände halt herbei beschwören. Random Gegenstände. Gerade eben Wetterhahn. Jetzt ein Zirkel oder so. Das ist sehr interessant. Na gut, ich will die auf jeden Fall immer zerstören, alle. Weil offenbar kommt erst er wieder, wenn ich die zerstört habe. Ne, jetzt aber dann doch nicht. Aber vielleicht muss ich einfach lang genug warten, keine Ahnung. Dann eine 3. Warum macht der einen Countdown? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob irgendwie etwas Schlechtes passiert, wenn ich bis zur Null abwarte, ob er dann eine Selbstzerstörung hinlegt oder so. Das wäre ein bisschen doof. Hoffe ich jetzt einfach mal nicht. So, hier ist eine. Ja, irgendwie eine Taschenuhr oder sowas. Ja, oh mein Gott, die will mich fressen. Hilfe. Nein, oh mein Gott. Ja, das ist eine sehr wild gewordene Taschenuhr. Ich habe Angst vor dir. Bitte, stirb mal oder hau ab zumindest. Aber ich, okay, umgebracht sogar. Sehr schön. Und dann machen wir jetzt einen A-Angriff. Ja, sehr viel Schaden, okay. Dann die 2, ja. Ich hab echt Angst. Was? Ja, natürlich. Hilfe! Hör auf zu nerven, bitte! Verschwinde! Okay.
Ich habe echt Angst, was passiert, wenn der Countdown auf 0 ist. Ich glaube, ich will es, wie gesagt, gar nicht wissen. Ich hoffe, dass er dann, wie gesagt, keine Mega-Ultra-Explosion-Attacke macht oder so, wo ich dann komplett sterben werde. Warum kommen hier so random Gegenstände? Jetzt haben wir die Glühbirne hier auch noch. Na gut. Was macht die alles? Elektro. Ah, ne, okay, die hat nicht viel ausgehalten. Da hab ich jetzt, okay, ich dachte jetzt, sie würde ein bisschen mehr aushalten. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne von der Glühbirne noch einen Angriff gesehen, aber habe ich jetzt gar nicht mehr sehen können, weil die so schnell gestorben ist. Ich wollte eigentlich noch einen Angriff von der sehen, aber die Glühbirne kam nicht mehr dazu. Ich dachte, die würde ein bisschen mehr aushalten. Naja. Hilfe. Hilfe. Eins, lass mich bitte in Ruhe. Danke. So. Haben wir schon auf ihn? Was holt er jetzt dabei? Ich bin gespannt. So, wir schauen mal. Okay, ich wollte erst Taschenlampe sagen, aber nee, Fernrohr ist es. Ja, genau, Fernrohr. Aufpassen. Und, ah nee, es ist doch eine Taschenlampe. Okay, ich dachte, okay, es sieht aber auch aus wie ein Fernrohr irgendwie. Oder vielleicht ist es auch ein Fernrohr, ich weiß nicht genau. Es ist, ja, eigentlich ist es eher ein Fernrohr, es ist keine Taschenlampe, es ist schon ein Fernrohr. Passt schon. Okay, aber ich meine, mit Lichtreflexion kann man da trotzdem vielleicht dann solche Laserstrahlen hier schaffen oder so, keine Ahnung. So, dann noch ein bisschen weiter draufhauen. Und das habe ich noch zerstören können. Okay, also nach ein paar Attacken hauen die Dinger einfach von selber ab oder halt ich schaffe es, sie zu zerstören rechtzeitig. Go. Okay. War ich jetzt zu langsam? Was? Fataler Fehler? Nein! Dein Ernst? Man muss es tatsächlich schaffen, bevor er den Countdown runterzählt. Das konnte ich doch nicht, Mann. Ich wollte doch was ausprobieren. Ach, das ist doch unfair. Ich wollte doch nur was ausprobieren. Wo lande ich jetzt übrigens? Ich muss alles? Nicht dein Scheiß Ernst. Ich muss alles nochmal von vorne machen. Wirklich alles? Alles wirklich? Warum lande ich denn nicht einfach bei der letzten Phase wieder? Das kann doch nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Muss ich jetzt wirklich alles nochmal neu machen? Also das werde ich jetzt dann gleich rausschneiden, natürlich, ja. Muss ich alles nochmal. Wirklich alles? Das kann doch gar nicht sein. Ah, nee, okay, muss ich auch nicht. Ja, eben, das hat mich sehr stark gewundert. Ich muss nicht alles nochmal neu machen. Ja, okay, gut. Aber die Phase muss ich nochmal neu machen. Okay. Soll ich das jetzt schneiden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich muss jetzt halt noch die Phase hier schaffen und danach kommt ja schon das eklige Babygesicht da. Das werde jetzt mal noch kurz gemeinsam mit euch machen. Jetzt werde ich auch ein bisschen mehr versuchen, ihn schneller zu töten. Gerade eben habe ich auch ein bisschen teilweise mit Absicht langsamer gespielt, weil ich eben all seine Angriffe sehen wollte. Jetzt werde ich mir aber einfach beeilen und das so schnell wie möglich machen, wie es halt irgendwie geht. Aber Mann, das ist ja echt blöd. Ich meine, ich hätte mir schon denken können, dass er eben einen Countdown gemacht hat, ja, und dass halt ich bei 0 dann sterben würde. Ja, das habe ich mir schon vermutet, aber ich habe es halt trotzdem nicht gedacht, weil es halt schon ein bisschen sehr fies ist und ich wollte halt was ausprobieren, ne? Also, ja. Bisschen sehr fies das Ganze, aber. Na gut, so, und jetzt werde ich eben ein bisschen schneller versuchen, das Ganze zu machen. Wie gesagt, ich kann mir auch hier einigermaßen Schaden reindrücken, so irgendwie. Ja, es geht so, so einigermaßen. Doch, es ist eigentlich schon in Ordnung, würde ich sagen, der Schaden, den ich ihm ja machen kann, das geht schon. So, und dann gleich eben die zweite Phase nochmal. Und das ist aber, ich glaube, die zweite Phase ist wirklich nicht einfach, weil ich muss wirklich versuchen, dass ich jedes Mal, wenn das halt so ein Werkzeug oder halt so ein Gegenstand eben herbeiholt, da muss ich auf jeden Fall jedes Mal versuchen, diese zu zerstören und die Trümmer aufzusammeln, dass ich eben die dann gegen ihn schießen kann. Das muss ich auf jeden Fall versuchen. Na, scheiße. Muss ich auf jeden Fall versuchen, da zu schaffen, weil ansonsten habe ich danach dann nämlich wenig Chancen, ihn da rechtzeitig umzubringen, während er den Countdown da eben runterzählt. Das ist echt nicht einfach, finde ich. Also. Ja, ist tatsächlich nicht so easy hier, das Ganze. Aber ich bin mir jetzt schon, wie gesagt, ziemlich sicher, dass es dann die letzte Phase sein dürfte. Der Part ist auch mega lang, weil, wie gesagt, hier habe ich ja schon euch verraten, oder was ist verraten, aber habe ich ja schon vermutet, dass finale Bosskämpfe hier aus den Kirby-Spielen halt immer Ewigkeiten dauern und hier sehen wir es auch, ist es wirklich so. Aber wie gesagt, gerade das macht sich auch so cool, denn ich liebe es, wenn Bosskämpfe viele verschiedene Phasen haben und ewig lang dauern. Und das ist hier der Fall, deswegen ich liebe das wirklich total. Also richtig cool einfach nur das Ganze, richtig cool. Können wir auch gerne natürlich dann eure Meinung zu dem Final Boss hier in die Kommentare schreiben, würde mich auch sehr interessieren, aber ich denke mal, die meisten von euch werden den auch ziemlich abfeuern, weil das ist sowas von cool und genial inszeniert einfach nur auch das Ganze, es ist echt super toll, finde ich. Ja, yeah. Das war jetzt sehr knapp übrigens. Da wäre ich fast nicht mehr durchgekommen. Okay. Jetzt kann ich noch die Dinger beeilen, genau. Ich werde einfach jetzt versuchen, sehr schnell zu sein, ihn ganz schnell umzubringen. Also wenn ich hier versuche, wirklich ganz, ganz schnell auf Button. Kann ich eigentlich gedrückt halten auch? Ich kann sogar gedrückt halten, okay. Ich habe mal Button-Bashing gemacht, aber ich kann einfach gedrückt halten. Das ist natürlich einfacher. Dann werde ich das so versuchen, ja, okay. Aber kann man jetzt noch andere Sachen eigentlich auch machen? Muss mal kurz gucken. In Richtung Trümmer, Fangeinsaugen, nee, das war alles. Okay, alles klar. So, ich wurde wieder getroffen, glaube ich, gerade eben. Ja, aber ist in Ordnung. So, und du darfst dann gerne sterben. So, und weg mit dir. Gut. Ausweichen bitte. Das war knapp. Dann wieder mal der Käse hier. Hallo. Das ist, wie gesagt, echt creepy, finde ich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So. Jetzt hier schön draufhauen und, wie gesagt, keine Gnade haben.
Weil dass er jetzt dann gleich wieder alles zerstört, da habe ich keinen Bock drauf. So, schön draufhauen hier und gleich von Anfang an richtig schön abgehen. Aber ich kann noch nicht wirklich viel Schaden machen, aber es geht so zumindest. Aber jetzt will er mich ja einsaugen erstmal oder so. Oder ich weiß nicht, kann er das schaffen überhaupt? Mich einzusaugen da am Anfang? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. So. Erstmal macht er die 5, genau. Ja, ich meine, während er die Zahlen immer holt, kann ich ihn noch nicht wirklich treffen, oder? Habe ich dann eine Chance, ihn zu treffen? Ich glaube nicht wirklich. Ja, ich habe auf jeden Fall ihm jetzt noch nicht mega viel Schaden machen können. Ich will es also auf jeden Fall schaffen, wie gesagt, die ganzen Gegenstände auf jeden Fall immer zu zerstören, dass ich eben die Trümmer aufsammeln kann. Und dann eben von den Trümmern halt viele, viele Sachen bekomme, dass ich meinen A-Angriff dann schnell machen kann. Okay. So, kurz ausweichen aber hier jetzt mal schnell. So, beim Wetterhahn. Und jetzt dann gleich ihn schon kaputt machen am besten. Sehr schön. Und alles her damit. Okay. Ich heb's mal noch auf, das waren jetzt 1,5 genau. Ich hoffe mal, dass mir das nächste einfach auch 1,5 gibt. Und dass ich dann eben schon ihn treffen kann danach mit einem starken Angriff halt. Dann gleich. Aber das, also man hat hier echt nicht viel Zeit. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas falsch mache noch. Aber das ist gar nicht mal so einfach hier, tatsächlich den zu besiegen. Jetzt noch das rechtzeitig zu schaffen, bevor halt der Countdown dann gleich wieder auf 0 gehen wird. Ist gar nicht mal so easy wirklich, muss ich sagen. So, hier wieder schön draufhauen auf den Zirkel und auch den gleich umbringen. Her damit, okay. Und nimm das hier. Bam! Okay, das hat jetzt nochmal sehr viel Schaden gemacht, natürlich sehr gut. War jetzt auch wichtig, dass wir jetzt hier viel Schaden machen, weil ansonsten hätten wir jetzt nicht viele Chancen gehabt. Jetzt haben wir schon die Hälfte abgezogen. Ja, man kann es, glaube ich, wirklich schon schaffen, ihn rechtzeitig zu besiegen, aber es ist sehr, sehr eng bemessen, tatsächlich, der Kampf hier, finde ich. Aber ist auch gut so, weil das macht es natürlich dann auch spannender und cooler. So. Problem ist nur, dass wir gerade jetzt gleich bei der Glühbirne auch wieder nicht viele Angriffe sehen werden, weil ich werde die Glühbirne auch wieder sofort zerstören, sobald ich eine Chance dazu habe, weil ich ansonsten halt, weil ansonsten es passieren könnte, dass die Glühbirne halt flieht und ich dann halt nicht mehr, dass die Glühbirne halt eben flieht und dass ich nicht mehr von ihr, was mache ich eigentlich, und dass ich nicht mehr von ihr halt eben die Trümmerteile aufsammeln kann, deswegen, ich will die auf jeden Fall so schnell zerstören, wie es irgendwie geht. So, da kommt sie jetzt auch schon genau, so, und du darfst auch sterben, die hat ja gar nicht viel ausgehalten, die Glühbirne. Na komm schon, und weg mit dir. Jetzt habe ich wieder 1,5, nicht 1,5, ja genau, 1,5 wieder bekommen, also jetzt voll und drauf damit und das war's. Eieiei. So, war es das auch endgültig vielleicht mal? Ja, das sieht jetzt gut aus, okay. Puh, erstmal durchatmen. Okay, das Ding lebt immer noch. Es kann uns immer noch Schaden zufügen. Sehr schön. Yay, Kirby, zeig's ihm! Oh, wow. Was so? Es geht immer noch weiter. Okay, aber jetzt muss ich hier nur... Okay, ich glaube, viel kommt nicht mehr. Jetzt muss ich hier nur noch halt drehen durch seine ganzen Schilde, weil wirklich viel angreifen kann er nicht mehr. Doch, hat schon gepasst, okay. So, ich glaube, die Richtung ist egal, oder? Ist egal? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier schön drehen und dann gleich in seinen Höhen rein. Und dann ist gleich ihn endgültig verdammt nochmal zerstören. Du hast uns so viel Ärger bereitet. Und jetzt war es das endgültig mit dir, mein Lieber. Die ganzen Laserstrahlen zielen noch auf mich. Aber nee, ich werde es schaffen, ihn vorher zu töten. Und stirb. Endgültig. Wow, was ein epischer Final Boss, oder? Heieiei. Kirby, du hast es geschafft, wieder einmal. Kirby? Yay. Alles ist wieder so, wie es sein soll auf dem Planeten Popstar. Ach schön, das ganze Grün ist doch gleich viel schöner. Kirby, wach auf. Ja, ihm geht's gut. Ja, yeah, oh, Kirby ist so süß. Und auch König DDD geht's gut. Seinem Schloss nicht mehr so, aber wird schon. Susi ist noch da. Danke, Susi. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Sie hat mich zwar auch mal töten wollen in der dritten Welt, aber auf jeden Fall ohne ihre Hilfe hätten wir es nicht hinbekommen. Und auch Metanite geht's gut.
Hallo Kirby. Oder tschüss. Ach, wie schön. So, und damit wahrscheinlich die Credits. Nehme ich mal an, darf ich was machen währenddessen? Nein, offenbar nicht. Oder? Muss ich was machen? Nein. Ah, das ist Kirby. Bewegt sich automatisch, übrigens. Yeah! Und ja, die Credits. Ja, Leute, jetzt muss ich erstmal mich wieder ein bisschen erholen nach diesem finalen Bosskampf. Ich habe schon lange nicht mehr so einen coolen Bosskampf bekämpft, glaube ich. Also, das war ja komplett genial. Einfach nur so episch inszeniert, auch nicht einfach, vor allem eben mit dem Countdown am Ende. Und einfach so cool gemacht, so episch, so lang, so viele Phasen, so viele Angriffe, so cool. Echt der Wahnsinn. Also wie gesagt, schreibt mir auch unbedingt eure Meinung zum Final Boss von diesem Spiel hier in die Kommentare. Und auch eure Meinung zum ganzen Spiel könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Und da wieder mal mein kurzes Fazit, was ich so denn von Kirby Planet Robobot jetzt so halte oder halt gehalten habe während des Let's Plays. Und zuerst mal eben ja zu den Bosskämpfen kann ich halt gleich mal weitermachen. Wie gesagt, die Bosskämpfe waren alle total genial. Auch schon die ersten 5, die wir bekämpft haben, aus halt Welt 1 bis 5 eben. Die waren auch schon verdammt cool, aber jetzt hier, ich meine, der hat natürlich nochmal alles getoppt. Ne? Ich meine, wie will man das nochmal toppen? Ich weiß nicht genau, das war auf jeden Fall so cool gemacht einfach nur. Aber wie gesagt, die anderen Bosskämpfe waren auch schon total cool. Auch mit vielen Phasen, mit mega vielen verschiedenen Angriffen, die drauf hatten. Und das war auf jeden Fall echt total genial. Und ansonsten ist halt dieses Spiel auch echt ein wunderschönes Spiel, finde ich. Hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Hat mir sogar eigentlich noch mehr Spaß gemacht, als ich eigentlich vielleicht dachte. Weil das hat mich echt total begeistert, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Ich bin da eher ein Fan von Jump'n'Runs, auch von 2D-Jump'n'Runs. Und hier die Kirby-Spiele sind halt echt richtig cool mit diesem Prinzip, dass man eben die Fähigkeiten der Gegner kopieren kann. Es gab ja irgendwie knapp 30 Fähigkeiten oder so, glaube ich, in diesem Spiel. Die hatten alle auch mega viele verschiedene Moves teilweise, um die ganzen Moves rauszufinden. Hat auch mega viel Spaß gemacht. Das Level-Design ist total cool, finde ich. Die Stecke halt für die Roboblöcke oder auch für die seltenen Sticker waren ziemlich cool und auch teilweise eben Rätsel, die man lösen musste, mit diesen Elektro-Dingern zum Beispiel, die man durch die Kabel leiten musste, war ziemlich cool. Also auch die kleinen Rätselchen waren zwar keine schwierigen, ja, aber so kleine Rätselchen, die man lösen musste, das hat mir auch so total gut gefallen. Detailreichtum gibt es auch mega viel in dem Spiel. Man kann sich auch ganz, ganz viel immer im Hintergrund angucken. Das finde ich auch immer total cool und wichtig auch bei dem 2D-Jump'n'Run irgendwie, dass die Hintergründe, dass man da auch immer einiges entdecken kann. Und das war hier auf jeden Fall der Fall. Also die Hintergründe waren auch immer wunderschön designt. Auch die Level waren, wie gesagt, schön designt und war eigentlich alles echt super cool. Ich weiß gar nicht genau. Also eine negative Sache gibt es vielleicht, die ich über das Spiel sagen kann, die mir vielleicht nicht ganz so mega gut gefallen hat. Und zwar der, yay, hall. Und zwar der Schwierigkeitsgrad. Denn der Schwierigkeitsgrad hier von Kirby Planet Robobot ist jetzt halt außer am Ende vielleicht, ist halt schon ziemlich einfach. Das merkt man schon, dass das Spiel ist wirklich eigentlich gar kein Problem. Ich meine, ich bin ein paar Mal gestorben, aber auch nur wegen dummen Sachen, weil ich was nachholen musste oder so. Aber ansonsten hier in dem Spiel zu sterben, ist eigentlich schon ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Also das sollte man wirklich ganz gut hinbekommen, das Spiel ohne abzukratzen. Das ist aber auch nicht mega schlimm, dass das Spiel keinen hohen Schwierigkeitsgrad hat, denn das möchte ich auch mal kurz sagen. Ich glaube ja irgendwie, dass viele von euch vermuten, weil ich halt Challenge-Time-LP bin, dass Schwierigkeit für mich so das Allerwichtigste in Videospielen ist und das ist auf gar keinen Fall der Fall. Für mich ist Gameplay am wichtigsten und Schwierigkeit kommt da mal irgendwann darunter nach noch ein paar anderen Sachen. Zum Beispiel Musik ist mir wahrscheinlich sogar auch wichtiger, würde ich sagen, und noch ein paar andere Dinge als Schwierigkeit. Ich mag es halt gerne, wenn ein Spiel einen ganz hohen Schwierigkeitsgrad hat, ja. Aber ich finde es trotzdem überhaupt nicht schlimm, wenn ein Spiel einfach ist, wenn dafür das Gameplay stimmt. Und das ist hier der Fall, denn das Gameplay von diesem Spiel ist wirklich absolut genial. Auch natürlich die Neuerung. Kann ich auch noch kurz was dazu sagen mit den Robotern. Das war auch verdammt cool, weil mit den Robotern hat man sich halt echt mega overpowered gefühlt, vor allem wenn man dann noch die Fähigkeiten kopiert hat, bestimmte wie Elektro oder Popstar zum Beispiel. Da kann man dann richtig abgehen und alles und jeden einfach nur komplett umbringen. Und das war richtig genial einfach nur, deswegen, das hat mir auch mega viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und was ich jetzt auch noch eben erwähnen wollte, was ich ja gerade eben schon gesagt habe, die Musik in dem Spiel ist auch mega cool übrigens. Also ich werde mir dann nochmal Ende Fragezeichen. Warum hab ich eigentlich 0 Punkte? Wie werden die Punkte bestimmt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Musik ist hier auch verdammt cool. Die habe ich ja noch nicht immer so gut hören können, während ich halt jetzt play, weil ich halt da währenddessen darüber labern muss. Aber ich habe mir auf jeden Fall nochmal privat dann auf YouTube oder so halt nochmal den Soundtrack, den gesamten Soundtrack des Spiels anhören, weil der ist auch richtig cool. Also Musik ist genial, Gameplay ist genial, Detailverliebtheit ist genial, das ganze Design, die Bosskämpfe, alles super cool. Schwierigkeit ist halt der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ist aber auch kein großer, weil das Gameplay dafür passt und deswegen wirklich das Spiel ist super toll. Und wenn ihr auch noch ansatzweise ein Fan von Jump'n'Runs oder von Kirby oder sowas seid, dann müsst ihr euch das Spiel holen. Dann ist es wirklich eine Pflicht. Also echt so ein tolles Spiel. Wirklich heftig. Okay. Der Klassik-Modus ist zurück. Albtraum-Meta-Nights Rückkehr ist jetzt verfügbar. Okay. Und lass Siege aufeinander folgen. Die Arena ist eröffnet. Du kannst Rekorde der Arena und vom Albtraum-Meta-Nights Rückkehr über Streetpass teilen. Aktivierst du Streetpass, kannst du deine Bestzeiten mit Spielern in der Nähe teilen. Okay.
Jetzt haben wir sogar hier noch viel mehr Modi, als ich eigentlich dachte. Wir haben hier noch Albtraum-Nights-Rückkehr oder Albtraum-Meta-Nights-Rückkehr. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gab es den Modus schon mal in einem anderen Kirby-Spiel wegen Rückkehr? Ich weiß nicht genau. Und die Arena ist, denke ich mal, einfach ein Boss-Rush oder so. Und die möchte ich natürlich auch noch alle spielen. Also das Let's Play ist übrigens, das Projekt hier ist noch lange nicht vorbei. Es wird noch einiges kommen. Ich habe jetzt auch bei meinem Fazit nur den Story-Modus beachtet. Aber das Coole ist eben, ich meine, was man vielleicht auch noch anmerken könnte, als kleinen Kritikpunkt ist, dass das Spiel jetzt nicht so mega lang ist. Das war auch nicht so schlimm, weil ich meine, also im Prinzip der Story-Modus ist halt nicht so mega lang. Aber dafür gibt es dann noch ganz viele andere Modi. Wir haben hier einmal noch hier Kirby's 3D-Arena, dann noch Kirby's Traum, nicht Traumjagd, sondern Teamjagd, dann noch Albtraum Meta Knights Rückkehr und noch die Arena. Und die werden wir auch alle noch spielen, alle zu 100% natürlich auch. Ich habe 100% gesagt, dass ich das machen will. Ganz gerne. Ich hoffe, das ist kein Fehler, weil ich habe mir schon geschrieben, dass zum Beispiel irgendwie, dass manche der Modi etwas schwierig werden könnten am Ende. Aber dann habe ich ja hier doch noch meine Schwierigkeit. Bin ich mal gespannt. Ich will jetzt mal ganz, ganz kurz in den Story-Modus schnell gucken, ob jetzt da noch, ob da jetzt noch irgendwas passiert ist oder so. Ich will mal schnell schauen. Aber offenbar nicht mehr. Hi! Ah doch, okay. Du hast den Spezial-Power-Testraum freigeschaltet. Du findest ihn in Welt 6. Spezial-Power-Testraum. Ah, okay, das ist ganz cool. Ein Testraum, wo ich die ganze. Da kriege ich wahrscheinlich einfach alle Fähigkeiten. Und ich kann die alle mal testen. Das will man jetzt noch kurz machen. Yay! Da oben nämlich. Und übrigens den. Yay, du hast den Spezial-Power-Testraum freigeschaltet. Viel Spaß beim Power-Testen. Okay. Übrigens, wir haben ja auch noch gar nicht mal den Story-Modus zu 100% abgeschlossen, weil mir fehlen ja noch einige Sticker, wie wir hier noch sehen können. Ich werde da mal irgendwann mal die ganzen Sticker nochmal farmen und dann ganz am Ende des Projekts werden wir nochmal hier in den Story-Modus wahrscheinlich zurückschauen und dann uns die ganzen Sticker noch ansehen, die ich dann hier noch eben gefarmt habe. Ich werde die dann nochmal durch alle nochmal kurz durchgehen, dass ihr eben alle nochmal sehen könnt. Die seltenen habe ich ja alle bekommen, aber halt normale fehlen mir noch einige. Muss ich halt noch ein bisschen farmen, dann ein paar von denen, aber es dürfte nicht so lange dauern, die zu farmen. Das wird schon passend, denke ich mal. Okay. Ich will noch ganz, ganz kurz den Testraum angucken. Ich meine, der Part ist eh schon so lange, das ist auch schon egal, ob der jetzt noch länger wird oder nicht. Das ist auch schon wurscht. Warte mal, wo war der jetzt nochmal? Noch weiter oben, oder? Oder hier bei dem Stern? Okay, Spezial-Power-Test, genau. So. Ja. Und da kommen wir hier hin, genau. Ich habe jetzt hier alle Fähigkeiten des Spiels. Denke ich mal, genau, und die kann ich jetzt hier eben alle dann schön austesten. Hier Peitsche zum Beispiel, genau, habe ich auch noch Gegner, an denen ich die austesten kann, bestimmt, oder? Was ist eigentlich das hier? Ah, der Kugelblitz ist ja auch noch okay. Ich werde es vielleicht sogar noch machen, dass ich sogar noch alle Fähigkeiten austesten werde, tatsächlich. Hier ist ein Gegner, okay. Was bist du? Bist du ein unbesiegbarer Gegner oder wie? Bam! Der ist unbesiegbar. Macht er mir Schaden? Nein, also er haut mich zurück, aber er macht mir keinen Schaden. Also der hat unendlich viele Leben, der Typ, und deswegen kann ich ja alle meine Fähigkeiten schön gegen den austesten, gegen den Typen. Okay, das ist ganz cool. Wo komme ich hier noch hin? Wieder zurück nach oben. Okay, also ich kann auch hier zum Beispiel eben mit Doktorfähigkeit noch ein bisschen rumexperimentieren. Werde ich vielleicht sogar machen, falls ich eben noch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nicht alle Moves von allen Fähigkeiten irgendwie mal ausgetestet habe und die nicht alle komplett auswendig vielleicht auch kenne. Und deswegen, ich werde vielleicht hier sogar ein bisschen noch mit rumspielen tatsächlich. Und da sind noch Türen übrigens. Da noch ein bisschen mit rumspielen und da noch ein bisschen mehr dazu herausfinden vielleicht. Wo komme ich hier noch hin in den Türen? Ich will mal kurz gucken, was da noch ist. Wir schauen mal schnell. Da ist noch. Okay, die Roboterfähigkeiten kann man auch alle natürlich testen. Ja, macht Sinn. Wie viele sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind aber mehr, oder? Als 6. Also nicht mega viele. Also nicht so viele wie der normale Kirby. Aber schon mehr als 6 Fähigkeiten, glaube ich. Oder? Ich finde aber hier keine weiteren mehr erstmal. Vielleicht sind die dann einfach auf der anderen Seite. Kann ja auch sein. Ach Mann, warum laufe ich eigentlich in die ganzen. Aber hier kann man sogar sterben, wenn man sich wie ich anstellt und in die ganzen Gegner einfach reinlatscht, wie so ein Trottel. Da kann man hier sogar noch abkratzen, aber Maxi Tomate ist da sogar auch. Da komme ich jetzt noch irgendwo hin. Hier hin nämlich, ja. Und hier sind jetzt noch 6 weitere Fähigkeiten, also 12. Ah ne, 5 weitere, okay. Also 11 Fähigkeiten. Gibt es offenbar insgesamt mit Roboter Kirby, denke ich mal, oder? Sind ja sogar noch weitere. Was mache ich eigentlich? Wenn ich hier noch auf die linke Seite gehe, ist da vielleicht noch irgendwas? Ich will noch ganz, ganz kurz gucken und dann lassen. Mann, ey. Und dann lassen wir es aber gut sein. Ich hätte mir vielleicht eine Fähigkeit holen sollen. Und ich hier den normalen Roboter haben sollen, aber passt schon. Und hier komme ich einfach wieder hierhin zurück, oder? Okay, alles klar. Das sind also alle, die wir hier gesehen haben. Okay, gut. Dann verlasse ich mal das Level wieder. Level verlassen, genau. Und wir gehen wieder zurück zum Hauptmenü, würde ich sagen. Und ich würde auch erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Kirby Planet Robobot. Aber wie gesagt, es kommt noch mehr, ne? Ist noch nicht vorbei, das Let's Play. Aber ich hoffe eben natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffe ich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann eben noch weitergehen wird mit den anderen Modi, die wir noch spielen werden. Story-Modus haben wir jetzt, wie gesagt, soweit abgeschlossen, außer halt die Sticker. Die werde ich eben dann nochmal farmen, aber ist ja kein Problem.
Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich beim nächsten Mal dann machen will, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Arena will ich erst am Ende machen, weil ich glaube, die Arena wird auch nicht einfach werden. Das dürfte so ein Boss-Rush sein, denke ich mal. Ich glaube, das will ich im allerletzten Part vielleicht machen, ne? Dass wir dann auch die Arena spielen und halt da den Boss-Rush eben dann nochmal machen, wenn es einer ist, ich denke mal schon. Vielleicht sollen wir beim nächsten Mal erstmal ein bisschen was nicht so Spektakuläres machen, wie zum Beispiel die Kirby's 3D-Arena. Ich glaube, die ist zwar auch ganz cool, aber wir hatten jetzt halt viele Kämpfe und so, vor allem halt am Ende, den finalen Boss eben, der war halt ziemlich episch. Und deswegen sollten wir vielleicht erstmal davon ein bisschen Abstand nehmen, dann erst später mal die Kirby's Teamjagd machen, ne? Weil da wird es ja auch wieder hauptsächlich Kämpfe geben. Und in der Arena natürlich auch. Und was die Albtraum Meta Knights Rückkehr ist, habe ich keine Ahnung. Werde ich mir vielleicht sogar mal informieren, damit ich das weiß. Oder halt mal vielleicht einfach mal ausprobieren, keine Ahnung. Ich denke mal, beim nächsten Mal fangen wir dann an mit der Kirby's 3D Arena. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Also, wie gesagt, das Let's Play geht noch eine ganze Weile lang, weil ich will die anderen Modi auch noch alle spielen und alle auch zu 100% sogar abschließen. Mal gucken, wie lange das dann noch dauern wird und ob mir das überhaupt alles gelingen wird. Ich bin schon gespannt. Aber bis hierhin wirklich, habe ich ja schon gesagt, ein absolut phänomenales Spiel und eigentlich jeder 3DS-Besitzer sollte sich das Spiel holen, aber zumindest jeder, der irgendwas für Jump'n'Runs übrig hat, der muss das Spiel haben, weil, wie gesagt, das Gameplay ist toll, habe ich ja alles gerade eben gesagt. Gameplay ist toll, Musik ist super, Detailverliebtheit, Leveldesign, alles ist total genial einfach nur. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.